imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime. Mist. Und weiter? Was tust du? Ich lasse ihn erst mal reden und finde ihn interessant. Und hin und wieder nickst du, damit er sich verstanden fühlt. Und dann sagst du? Ich sage, ich kann das nicht, ich blase das ab. Schätzchen, seit wann bist du jetzt Single? Seit 2 Jahren und 2 Monaten. Und wie lange davon ohne Sex? Ja, schon gut. Sie sind der interessanteste Mann, der mir seit langem begegnet ist. Okay. Und was darfst du auf gar keinen Fall vergessen? Was? Gummis. Bahn frei. Die Kugel rollt. Sie sind der interessanteste Mann, der mir je begegnet ist. Oh, Annabelle, das geht hier nie über die Lippen. Entschuldigung, Ihre Arzthelferin hat gemeint, ich solle schon mal reinkommen. Kommen Sie rein. Das ist... Oh nein. Furchtbar. Ich begreife das nicht. Das ist doch das... Wie finden Sie sowas? Ist das nicht demütigend? Das ist meine Ex-Frau. Die hält das für erotisch und lässt sich von diesem Schmuddelblatt abknipsen. Ich habe echt eine andere Vorstellung von Erotik. Erotik entsteht im Kopf. Man muss einen Menschen respektieren, um ihn erotisch zu finden. Oder? Ja, Respekt ist ganz wichtig. Das Symbol auf Ihrem Button zum Beispiel, das respektiere ich sehr. Dahinter verbirgt sich... Charakter. Echt? Entschuldigung, dass ich zu spät komme. Ich hatte bis eben noch Bowling und... Das kenne ich doch. Das ist wirklich kein Problem. Mein Karatekurs ging auch etwas länger. Und dann noch Duschen und Deo und die ganze Prozedur. Man will ja nicht denken, was? Sie werden es nicht bereuen, hierher gekommen zu sein, Annabella. Es ist der beste Thailaden von der ganzen Stadt. Der Besitzer ist übrigens ein richtig guter Kumpel von mir. Kim! Genau das liebe ich an den Thais. Die lassen sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Es war wunderbar. Oh ja. Was genau hat dir an mir gefallen? Deine politische Aufrichtigkeit? Dein Selbstbewusstsein? Nein. Ich meine eher körperlich. Oh. Deine sanft geschwungenen Lippen, deine blauen Augen. Meine Augen sind braun. Deine braunen Augen. Der zarte Teint deiner Haut. Sehen wir uns wieder? Na klar. Ciao. Hey, deine Ex. Wer? Deine Ex. Wir haben doch ihre Identitätskrise anhand dieses Magazins diskutiert, bevor du mich... Nur so als Tipp, Seite 21 bis 25. Sie müssen die Stäbchen nicht mit ihren Fingern führen. Sie müssen sie durch ihren Willen bewegen. Sie sind der interessanteste Mann, der mir seit langem... Es tut mir leid, ich kann das nicht. Ich kann eigentlich auch nur mit Männern ins Bett gehen, die ich verknallt bin. Aber seit ich darauf warte, passiert bei mir seit 2 Jahren und 2 Monaten gar nichts mehr. Also dachte ich, ich reiß mich zusammen und stehe das irgendwie anders durch. Aber die Wahrheit ist, ich finde sie langweilig. Sie sind uninteressant. Ich kriege Pickel, wenn sie zu reden anfangen. Warum können sie nicht einfach die Klappe halten und mich betrunken machen?
bisschen riskant, den Schlüssel immer draußen zu lassen. Hier. Ich habe eine Bon Jovi mitgebracht aus alten Zeiten. Es geht nicht. Danach habe ich Carla kennengelernt. Mann, Geronimo, Carla war Kellnerin in einer Disco. Du hast sie also zu fast jeder Musik kennengelernt. Außerdem habt ihr seit 8 Jahren keinen Kontakt mehr. Eben. Gesagt, dass hübsche Wäsche einer Frau erst den richtigen Schliff gibt. Und wenn wir zwei erst mal zusammen einkaufen, na dann wirst du sehen. If you find yourself caught in love, wir spitzen jetzt unsere Hüften und schieben sie nach rechts. Dabei ziehen wir unsere Augenbrauen nach oben. Das sieht dann so aus. Wir spitzen noch ein paar Mal unseren Mund und dehnen dann unser ganzes Gesicht durch. Wir spannen jeden Muskel dabei an. Müsste die Frau denn beschaffen sein, die dich endlich aus deiner Höhle lockt? Ausgeprägte Talente? So? 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 Bei Carla war mir immer egal, wie groß ihre Brüste sind. Carla ist jetzt mit einem Sockenfabrikanten verheiratet. Hat 3 Kinder von ihm. Eben. Geronimo, das geht so nicht weiter. Wir suchen dir jetzt eine Frau. Du kannst sie alle haben. Lang ist tot. Weißt du noch, was wir uns auf der Uni geschworen haben? Weißt du das noch? Dass wir nie eine korrekte Steuererklärung abgeben werden? Ich mein's ernst. Dein Blut ist mein Blut. Und dein Schmerz ist mein Schmerz. Und wenn du im Dunkeln bist, ja, dann bring ich dir Licht. Ja, wir hatten 4 Flaschen Asbach leer, als wir das verzapft haben. Das Keramik-Inlay wieder gegen ein goldenes ausgetauscht. Ja. Obwohl Sie erst letzten Monat Keramik wollten. Ja, also Sie können auch gern die anderen Plomben korrigieren, Herr Doktor. Nein, das machen wir alles beim nächsten Mal. Gut. Alles beim nächsten Mal. Ja, gut. Danke. Das machen wir beim nächsten Mal, ne? Ja. Nein, Schnäuzelchen, bei deiner Erkennung werden wir heute auf gar keinen Fall Score spielen gehen. Was hältst du von einem schönen, gemütlichen Abend zu Hause? Biggie, ich bin mal kurz weg. Keine neuen Termine, okay? Nein. Nein, ich habe Gerti noch nicht angerufen. Nein, Gudrun muss ihr das schon erzählt haben. Die habe ich heute Morgen als allererste angerufen. Ach, Linda. Immer bitte. Ja? Ich will einen gebrauchten Traktor verkaufen. Ja, die Kollegin bitte. Du, ich werde mich einfach verstärkt auf meinen 3-monatigen Sonderangebotsurlaub konzentrieren. Im Moment bin ich bei Rodos, Alicante, Monastir, Djerba. Nein, ich will überhaupt nicht vom Thema ablenken. Es war einfach nur so, dass Mr. Komfu nicht die geringste rote Wirkung auf mich hatte. Ja, ich weiß, dass ich das immer sage. Es ist ja auch immer so. Du, ich bin einfach die geborene Singlefrau. Ich höre einfach auf mit den Männern. Schluss aus. Und ob du mich da beim Wort nehmen kannst? Ja! Entschuldigung. Oh Gott. Ich wollte Sie nicht unterbrechen, aber Ihre Kolleginnen sind alle besetzt und ich muss... Ich habe sowas hier noch nie gemacht. Es geht um eine Anzeige. Er sucht sie oder wie man das nennt. Soll ich vielleicht auch besser zu den Kollegen? Nein, ist richtig hier. Ich habe nur gerade das Telefonat. Etwas Schlimmes? Nein, 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 nein. Nur eine Freundin, die ihre Probleme bei mir abgeladen hat. Überhaupt nicht wichtig. Sollte man ernst nehmen, wenn Freunde Probleme haben. Ach, das war doch kein Problem. Problemchen, wenn überhaupt. Freundin, Gequatsche. Wie kann ich Ihnen denn helfen? Ich bin wirklich sehr unerfahren in solchen Sachen, aber...
Ich habe mir einen kleinen Text zurechtgelegt. Hier. Kultivierter Mitdreißiger in zahntechnischem Beruf sucht eine Partnerin, die sich nicht scheut. In einem stillen Wasser die Tiefe zu suchen. Okay, ich habe gesagt, ich kenne mich nicht aus. Das hört sich total albern an, nicht wahr? Nein. Nein, das ist gar nicht albern. Das ist hinreißend. Ich meine, wirklich passend für solch eine Anzeige. Ach, kommen Sie, ich kann Wahrheiten vertragen. Wir schmeißen meinen Text weg und formulieren neuen. Alles okay? Okay. Schießen Sie los. Womit? Vielleicht haben Sie Vorlagen für solche Formulierungen, etwas Standardmäßiges. Eigentlich sollte man an Ihrem Text gar nicht so viel ändern. Vielleicht Mitdreißiger. Sollte das vielleicht heißen? Meinen Sie damit, könnte man auch sagen, Mitdreißiger? Ja, ziemlich genau sogar. Ja, dann haben wir doch die Formulierung, oder? Gut, was brauchen wir noch? Telefonnummer? Chiffre. Wirklich? Das bedeutet doch, dass ich immer hier vorbei muss, um die Zuschriften abzuholen. Sowas geht nicht einfacher? Doch schon. Aber es hat sich in der Vergangenheit erwiesen, dass Chiffre... Nun ja. Dass Chiffre bei uns die einzig erlaubte Anzeigenart ist. Das hast du gesagt? Ja, mein Gott, ich war doch schon froh, dass ich halbwegs zu deutschem Satzbau in der Lage war. Ich habe mir die ganze Zeit meinen Absatz in den großen Zeh gebohrt, damit ich nicht ohnmächtig werde. Chiffre. Das heißt, er kommt wieder. Natürlich kommt er wieder. Er muss ja wiederkommen, um die Zuschriften abzuholen. Und dann? Was machst du dann? Gar nichts mache ich dann, weil ich dann gar nicht mehr da bin, weil ich morgen früh kündige. Der meinte, ich überlebe so eine Situation ein zweites Mal. So süß war der. Er hatte keinen Schimmer, jedenfalls nicht, was Kontaktanzeigen betrifft. Zahntechnischer Beruf. Kultiviert. Oh Gott, der wird Tonnen von Zuschriften kriegen. Ach. Die Frauen werden wie Bestien über ihn herfallen. Arme Anifee. Verdammte Scheiße. Er wird keine einzige Zuschrift bekommen. Was? Ja, du sitzt doch an der Quelle. Du sorgst dafür, dass einfach gar nichts bei ihm ankommt. Und in der Zwischenzeit schleichst du dich in sein Vertrauen. So eine gute Idee, oder? Mädels, er ist aus wie ein Filmstar. Der glaubt niemals, dass er keine Zuschriften kriegt. Dann musst du eben schnell handeln, Anifee, bevor er Verdacht schöpft. Du solltest ihn irgendwie ganz schnell zufällig morgen treffen. Und, wie machst du das am besten? Keine Ahnung. Keine Ahnung? Du willst uns doch nicht weismachen, dass du bei eurer Begegnung nicht alles bis auf den Namen seines Herrenausstatters recherchiert hast. Also, wo treibt er sich rum? In der Sauna. Im Römerbad. Jeden Mittwoch. Na, dann läuft doch die Sache, oder? Das mache ich nicht. Das ist menschlich, moralisch und sportlich total unter der Gürtellinie. Und wir kommen alle in die Hölle für sowas. Bahnfrei. Kugelrollen! War die Post heute schon früher? Nee, nee. Das ist alles für den kultivierten Mitdreißiger. Seit 6 Uhr morgens kommen hier Frauen vorbei und geben ihre Briefe persönlich ab, damit sie zu den Ersten gehören. Zahntechnischer Ruf. Möchte ich auch mal haben. Und? Danke, Jens. Gern geschehen. Wenn du morgen auf der Straße vom Blitz getroffen wirst, Annabelle, dann weißt du ja wofür. Dann komme ja nicht damit, dass du dich über irgendwas beschwerst. Neuzelchen, ich bin jetzt echt in Hektik. Nimm einfach die Kartoffeln von gestern, pack sie auf dem Ofenblech und mach sie dir warm, ja? Morgen. Moment, Chef, da hat noch eine Yvonne angerufen vom letzten Sommer. Ich soll ausrichten, sie hat sich die Brüste machen lassen. Biggie. Ich habe heute meinen freien Abend. Das habe ich ihr auch gesagt. Und dass Ihnen Ihr Saunatag heilig ist und dass Sie da prinzipiell keine Verabredungen treffen. Und? Sie konnten sie abwimmeln, oder? Und dann stellst du den Ofen auf 180 Grad ein und streust dir noch ein bisschen Käse drüber, ja? Okay, prima. Du,
Du musst ihn dazu bringen, dass er sich total verausgabt in der Sauna. Und wenn der Typ körperlich erschöpft ist, dann verlässt ihn auch sein Wille. Ist ganz anders als bei uns Frauen. So, ich hab Durchfall, ich kann nicht in die Sauna. Das war abzusehen, deswegen trinkst du jetzt den Tee. Gudrun, ich hab überhaupt nichts anzuziehen. Herzchen, in der Sauna kannst du maximal einen Tampon tragen. Was? Ich war seit mindestens 8 Monaten nicht mehr beim Training. Guck dir das mal an. Liebes, du fixierst ihn mit deinen Augen. Nicht zwinkern, der kommt gar nicht auf die Idee, auf deine Titten zu schauen. Und wenn ich doch mal zwinkern muss? Dann verdeckst du deine Problemzonen eben mit dem Handtuch. Schönes Plätzchen, nicht? Wollen Sie nicht mal mit reinkommen? Nein, danke. Ich krieg schon Schweißausbrüche, wenn 5 Meter weiter jemand den Föhn anschaltet. Es lohnt sich aber. Hallo, wir kennen uns doch. Ach ja? Die nette Dame aus der Anzeigenannahme, ich war gestern früh bei Ihnen. Ja, genau, ich erinnere mich. Da kommen bestimmt ein paar hundert jeden Tag. Ich heiße übrigens Daniel. Freut mich, Annabelle. Und das ist Yvonne. Hi. Habt ihr mal angefangen zu schwitzen, was? Wusstest du eigentlich, dass deine Bekannte nächste Woche einen Termin zur Brustrenovierung hat? Oh. Ist das wahr? Aber im Moment befindet sie sich im Stadium davor. Da sind ja solche Saunatücher ganz praktisch, ne? Ich finde, jede Frau sollte stolz auf ihren Körper sein. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sie Probleme damit hat. Nein? Nein. Nein. Ja klar, deswegen zieht sie sich auch das Handtuch bis hoch zum Kinn. Der Körper schwitzt unter so einem Tuch ökonomischer. Kennen Sie nicht die finnische Studie zu diesem Thema? So. Schon haben wir wieder den Schlamassel. Wir können ja schon mal die Badetücher ablegen. Das glaube ich jetzt nicht. Greifen Sie zu. Noch haben wir genug. Jawohl. Das ist ein skandinavischer Saunaanzug. Ganz neues Modell. Vermehrt das Ausschwitzen um 40%. Im nächsten Jahr hat das hier jeder. Der Saunaanzug ist extra dafür ausgerichtet, den Schlamm darin einzulagern. Verbessert die Wirkung nochmal 40%. Sehen Sie, es ist ganz einfach. So und so und so und hier noch ein bisschen und schon wird die Wirkung maximiert. Der Vorteil ist, in einer Minute hat man das erreicht, wofür man sonst die 10-fache Zeit bräuchte. Schon bin ich fertig. Annabelle, warten Sie doch mal. Geht Ihnen das auch so, dass Sie manchmal auf der Stelle sterben möchten? Nein, aber vielleicht wollen Sie mir das mal erklären. Sie sollten mal was erklären. Wieso geben Sie eine Kontaktanzeige auf, wenn Ihnen diese Pamela Anderson da drin die Füße leckt? Ach, Yvonne ist ein alter Quälgeist. Ich habe nur noch nicht geschafft, sie abzuwimmeln. Mich interessieren andere Dinge bei Frauen. Zum Beispiel Selbstbewusstsein und innere Aufrichtigkeit. Im Grunde suche ich nach einer Frau, die... Nun ja. Ich glaube, am meisten suche ich nach einer Frau, die ich respektieren kann. Erotik kommt bei mir überhaupt nur auf, wenn ich eine Frau respektieren kann. Lassen Sie uns beim Trinken ein bisschen quatschen gehen. Klar. Nein, das geht nicht. Ich sehe ganz furchtbar aus. Nein. Annabelle. Wenn ich 578 Sonderangebotsreisen hintereinander hänge, dann komme ich erst zurück, wenn er im Rentenalter ist. Das ist doch Quatsch.
Du kannst ja noch nicht mal die 4 Reisen bezahlen, die du bis jetzt geplant hast. Und wenn ihr mir was leid? Ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nie so dämlich benommen. Ja, das sagen wir immer, wenn uns das passiert. Musstest du das mit dem Schlamm wirklich machen, Anifee? Ja, Gerti, oder noch in der offenen Wunde. Am besten du vergisst ihn einfach. Schöne Männer hat man nie für sich allein. Da solltest du die Finger von lassen. Er hat gesagt, er sucht eine Frau, die er respektieren kann. Herzchen, du hast dich wohl verhört. Sowas sagt kein Mann. Ihr Wortschatz hat bei dem Wort Respekt eine blanke Stelle. Ich schwör's euch. Er sucht jemanden, vor dem er Respekt haben kann. Und ich glaube ihm das. Damit macht man keine Scherze. Habt ihr mal überlegt, warum es bei uns mit den Männern so mies läuft? Habt ihr? Linda! Keine Kondition. Ja, denen ging die Luft aus, was weiß denn ich? Quatsch, Gerti. Ja, ab und zu lerne ich ja einen im Teeladen kennen. Aber den schicke ich immer vom Frühstück nach Hause. Weil ich es nicht leiden kann, wenn die so unrasiert sind. Unrasiert? Gudrun? Das wisst ihr doch. Wenn man mit einem Sparkassenfilialleiter liiert war, dann hat man das mit der Romantik auf Eis gelegt. Bis ins nächste Jahrtausend. Das ist doch alles Unsinn. Wollt ihr wissen, warum es bei uns mit den Männern nicht klappt? Weil 99% von denen es überhaupt nicht wert sind, dass sie auch nur ein Fitzelchen unserer Leidenschaft abbekommen. Never ever. Aber es gibt immer noch das 1%. Was jetzt, wenn ich ausgerechnet zu einem 1%-Mann begegnet bin? Ihr müsst ihm nur den Geschmack auf Annoncenbekanntschaften versalzen, bis er gemerkt hat, dass man mich respektieren kann. Wunderbare Idee. Okay, Mädels. Wir kämpfen. Bahn frei. Kugel rollt! Die sind da nicht alle für... Doch, für den Zahnarzt. Danke, Jens. Ich habe echt den falschen Beruf. Tja. Danke. Ja doch. Das ist wirklich eine dringende Angelegenheit, die der Herr Dr. bei unserer Zeitung in Auftrag gegeben hat. Nein. Darüber kann ich nur persönlich mit ihm reden. Chef, eine Dame von der Zeitung, sie sagt, es sei eine dringende Auftragssache. Oh, dringende Auftragssache. Alles klar. Bin gleich wieder da. Ja. Hallo, Anna Bersinger hier vom Stadtanzeiger. Ihre ersten Zuschriften sind da. Wow. Geht das bei Ihrer Zeitung immer so fix? Nein, nein, aber für die Kontaktgesuche haben wir unseren sogenannten Express-Service, damit sehnsüchtige Herzen nicht unnötig warten müssen. Und außerdem habe ich Sie ein bisschen bevorzugt behandelt. Oh, das ist wirklich sehr lieb von Ihnen, Annabelle. Wie viele Zuschriften sind es denn? 3. 3? 3 ist eine wunderbare Ausbeute in dieser Sparte. Momentan herrscht ein echter Mangel an Singlefrauen auf dem Markt, müssen Sie wissen. Ich bin in der Mittagspause in Ihrer Gegend, also wenn Sie die Briefe heute noch haben wollen, dann... Klar, das können wir machen. Kennen Sie das Bellini? Oranienburger? Hallo. Ach, hallo. Ich wollte nur noch eben den Rückspiegel richtig einstellen, der klappt immer wieder runter. Gehen wir rein? Ja. Das sind Sie, hm? Ja. Gut. Ich werde die Damen gleich heute noch anrufen. Moment mal. Bevor Sie das tun, sollten Sie sich einige Gedanken machen. Ja? Ja. Wie wollen Sie denn die Frauen überhaupt auswählen? Wie stellen Sie denn möglichst faire Auswahlbedingungen her? Nach welchen Kriterien wollen Sie urteilen? Und wie verhindern Sie, dass Sie an die falsche geraten? Ich dachte, ich verlasse mich einfach auf mein Gefühl. Richtig. Sie glauben ja gar nicht, was für eine Ausnahme Sie damit darstellen, Daniel. Prozent aller Männer haben nicht den geringsten Zugang zu ihren Gefühlen. Tatsächlich? Also ich werde regelmäßig von meinen Gefühlen überwältigt. Sobald ich einen Menschen respektiere, liege ich ihm förmlich zu Füßen und bin bereit, alles für ihn zu tun. Ist alles klar, Annabel? Klar. Ich muss allerdings darauf hinweisen, dass emotionale Männer wie Sie häufig das Opfer von kaltblütigen Frauen werden, die es auf Sie abgesehen haben. Ich bin froh, dass Sie mich warnen, Annabel. Ich werde auf der Hut sein. Versprochen. Prost. Oh, Gottes Mensch, das ist mir jetzt peinlich. Das Eis macht mich so gierig, dass ich mich gar nicht mehr beherrschen kann. Entschuldigung. Ja.
Sie müssen sich nicht entschuldigen. Es ist eine prima Idee. Er hat wirklich ins Eis gebissen? Psst! Gott, nochmal. Warum ist mir nie ein Mann begegnet, der einfach so ins Eis beißt? Ja? 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 Hier ist Gudrun. Sie müssen der Zahnarzt sein. Ja. Ja. Oh ja, Luigis halte ich für eine sehr geschmackvolle Idee. Ja. Ich werde da sein. 8:30. Ciao. Oh. Und? Er hat gesagt, er sucht jemanden, um den bohrenden Schmerz in seiner Seele zu lindern. Okay, Geronimo. Okay, viel Glück. Warte mal. Du musst dich beeilen. Du musst dich beeilen, es gehört zu den Spielregeln, dass du vor ihr da bist. Ich kann das nicht. Was heißt hier, ich kann das nicht? Ich kann du hast das jetzt ein Date. Ja, ich weiß, ich kann das nicht. Ich bin völlig aus der Übung. Ich mache mich doch zum völligen Idioten da drin. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Ist schon so lange her. Sag mal, kannst du nicht eine Vorauswahl treffen? Nein. Nein, auf gar keinen Fall. Guck nicht so. Nein. Los jetzt. Nee, warte noch. Es gehört zu den Spielregeln, dass du ein bisschen zu spät kommst. Sag mal, was ist das denn? Hast du Lidschatten drauf? Ich hab gleich ein Date, oder? Du hast sonst auch nie Lidschatten drauf. Denk daran, warum du da reingehst. Ja, ich vergraule ihm die Lust auf alle Frauen. Auf fast alle Frauen. Okay. Freut mich. Darf ich? Wissen Sie schon, was Sie wollen? Ich habe eine Idee. Ich werde was für Sie auswählen. Okay, mal sehen. Blaue Augen, sanft geschwungene Lippen, sinnliche Wangen. Ich tippe auf Vitello Tonato. Hallo? Ich bin's. Du, es läuft wirklich prima. Der Typ ist äußerst charmant. Wie bitte? Es soll doch nicht gut laufen, es soll ihm die Laune verderben. Was soll ich denn machen? Wir unterhalten uns nun mal sehr gut. Reiß dich verdammt noch mal zusammen und benimm dich gefälligst daneben. Fang an zu rülpsen, iss mit den Fingern, erzähl ihm doch, dass du auf Sex mit Haustieren stehst. Fräulein, ich sag dir, wag dich ja nicht hier raus, solange der noch ein Lächeln auf den Lippen hat. Geronimo? Toll, toll, sie ist toll. Sie ist so ein, ich weiß das besser Typ, aber mit so einem hintergründigen Verführen darfst du mich trotzdem schaffen. Die Figur liegt zwischen Verona Feldbusch und der Frau unseres Bundeskanzlers. Also, wenn du willst, lenke ich das Thema jetzt langsam auf dich und mach alles klar. Nein, 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 nein. Nein, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Das mit der Figur erinnert mich zu sehr an Carla. Das geht nicht. Auf keinen Fall. Nein, nein, nein. Ich fahr nach Hause. Ich fahr nach Hause. Nehmen Sie den Arsch von meinem Auto weg. Wollen wir das jetzt ausdiskutieren? Ja, das fehlte mir noch. Eine nächtliche Diskussion mit so einer ungevögelten Zicke wie Ihnen. Was haben Sie gesagt? Ungehobelte Zicke, das habe ich gesagt. Wenn mir so ein Kauz wie Sie sowas sagt, dann geht mir das am Arsch vorbei, ist das klar? Ja, ja, schon gut. Ich habe Ihnen in aller Deutlichkeit gesagt, dass ich schnarche. Und dann hat er gesagt, er findet, dass Schnarchen bei Frauen ein Zeichen von starkem Charakter ist. Ach, Mensch, Gudrun!
Ach, hatten Sie nicht gestern Ihr Annoncendate? Ja, richtig. Dafür muss ich Ihnen noch danken. Wunderbare Frau war das. Ach ja? Ja. Trotzdem wird wohl nichts draus, die Chemie hat nicht so gepasst. Vielleicht sind Sie ja gar nicht so ein Annoncentyp. Ich meine, es gibt andere Wege, jemanden kennenzulernen. Ja, vielleicht haben Sie recht. Ich mache heute Abend Ratatouille. Vielleicht haben Sie Lust, vorbeizukommen und wir können noch mal in Ruhe Ihre Situation besprechen. Wie wär's? Verlockendes Angebot, aber ich denke, es ist nur fair, wenn ich die anderen Zuschriften auch noch treffe. Ja, klar, natürlich. Danke trotzdem. Nein. Lassen Sie mich raten. Formvollendete Figur. Die zarten Lippen. Eine Spur Sehnsucht in den Augen. Ich tippe auf Vitello Tonato. Naja, wenn Sie meinen. Gerti, du wirst ihm jetzt den Abend vermasseln, okay? Aber er ist so süß. Beleidige ihn. Sag ihm, dass er ein Langweiler ist. Sei doch verdammt noch mal kreativ und such seine wunden Stellen. Ach, sie war hinreißend. Ja, eine wirklich ungewöhnliche Frau mit exzellenter Esskultur. Wie schön für Sie. Ja. Sie ist nicht zufällig ausfallend geworden? Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Nein, ist sie nicht. Sie hat ein Esprit einer Veronika Ferres mit einem Hauch Anke Engelkewitz. Ihr Körper hat die sanft geschwungenen Kurven eines Cellos. Cello? Carla hat in ihrer Jugend immer Cello gespielt. Sie ist verkehrt. Ist verkehrt. Zarte Ohrläppchen. Der feuchte Glanz auf ihren Lippen. Kluge Augen. Wir bestellen für Sie Vitello Tonato. Du könntest zum Beispiel sagen, dass du sein Aftershave widerlich findest. Nein, es ist mir scheißegal, dass du sein Aftershave für ausgezeichnet hältst. Klasse, klasse. Also ich sag, die junge Hannelore Elsner mit dem Zungenschlag einer Sabine Christiansen. Ihre Lippen... Nein? Nein, okay, lass mich raten. Carla hat in ihrer Studentenzeit Sabine Christiansen verehrt. Nein. Hannelore Elsner. Oh. So geht das nicht weiter. Mann! So geht das nicht weiter! Wir hatten abgemacht, dass ihr ihn demoralisiert. Ihr solltet ihn so fertig machen, dass ich ihn trösten kann. Und was habt ihr gemacht? Er ist so charmant. Du gibst keiner auch nur den Hauch einer winzigen Chance. Nicht so viel. Dein einziger Kommentar ist immer nur dies oder jenes erinnert mich an Carla. Wahrscheinlich habt ihr ihn so verdammt gut unterhalten, dass er beschließt, bis ans Ende seiner Tage Annoncenbekanntschaften zu treffen. Baby, schöne Freundin seid ihr. So einfach kommst du mir nicht davon, Geronimo. Die nächste, die ich für dich aussuche, die guckst du dir wenigstens an. Klar? Ja, gut. Es ist wohl soweit. Du wirst nicht drum rumkommen, Schätzchen. Oh Gott. Du hast schon viel zu lange gezögert. Das schlägt bei uns Frauen aufs Gemüt. Hey, du brauchst jetzt viel Mut. Und verdammt viel Fingerspitzengefühl. Und der Nächste, bitte. Annabelle Singer? Ja. Karte? Danke. So. Keine Panik, Herr Doktor hat ein sanftes Händchen bei Frauen. Die erste links. Danke, Herr Doktor. Vielen Dank. Danke. Sie sollten eine Woche Pause machen, bevor ich die anderen Kronen mache. Oh nein, ich komme morgen pünktlich zu meinem Termin. Herr Doktor, ich habe ja vollstes Vertrauen. Na gut, Frau Sommerhoff. Dann ja. Bis morgen. Ja, schönen Tag. Schönen Tag noch. Hallo, ich habe ein kleines Problemchen mit meiner Blombe und da dachte ich, wo ich doch schon mal einen Zahnarzt persönlich kenne, gehe ich doch am besten gleich zu ihm. Ich meine, Vertrauen ist doch in der heutigen Zeit alles, oder? Ich fühle mich ernsthaft geehrt. Also, Annabelle, mit der Füllung ist es nicht getan. Hier sind drei nicht mehr zu verantworten und hier nochmal zwei. Hm,
Am besten, wir machen das alles in einem Zug. Dann haben wir es hinter uns. Ja. Nicht, dass Sie mich jetzt für aufdringlich halten, aber es gehört zu meinen Aufgaben, ein regelmäßiges Feedback unserer Kunden zu erfragen. Mhm. Würden Sie sagen, dass die Resultate Ihrer Anzeige für Sie zufriedenstellend waren? Ich meine, wenn nicht, dann sollten wir noch mal über Alternativen reden. Oh, außerordentlich zufriedenstellend. Den Mund auf. Lampe. Sehr gut. Ah. Mhm. Ah. Es ist auch verdammt schwer, jemanden Passendes zu finden. Gerade wenn man jemanden sucht, der einen Menschen aus einer furchtbaren Einsamkeit retten soll. Mund auf. Aha. Okay. Lampe. Ja. Haben Sie eigentlich nie selbst daran gedacht, eine Kontaktanzeige für sich aufzugeben? Sie haben? Gerade gestern habe ich mich dazu entschlossen. Sie wollen eine Kontaktanzeige für sich selbst aufgeben? Ja, ich kann doch nicht ewig darauf warten, bis mir zufällig der richtige Kerl über den Weg läuft. Das ist... Annabelle, heute ist unser Glückstag. Hau! Oh, Entschuldigung, das ist der Zahn, der jetzt offen ist. Aha. Ach, Annabelle, ich habe doch vom ersten Moment an gewusst, dass Sie eine ganz besondere Frau sind. Mund auf. Ich spritze. Keine Angst, nur ein kleiner Piekser. Ich dachte mir gleich, die ist keine von den Frauen, die es nur auf eine Nacht abgesehen haben. Ich habe sie von der ersten Sekunde an als eine ehrliche, aufrichtige und couragierte Frau geschätzt, Annabelle. Sie sind eine der ganz wenigen Frauen, die ich respektiere. Ja? Und ich sage sowas nicht leichtfertig, wenn es um das Glück meines besten Freundes geht. Um was? Sie wären die ideale Frau für meinen besten Freund Gernot. Sie könnten sein Leben retten. Sie müssen mir den Gefallen tun und es auf einen Versuch ankommen lassen. Bitte sagen Sie nicht nein. Sie beide wären ein wunderbares Paar. Sie haben für... Klar, das habe ich alles für ihn gemacht, weil er sonst an seiner Einsamkeit zugrunde geht. Er braucht dringend den Kontakt zu einer Frau. Bitte, Annabelle, Sie müssen mir den Gefallen tun. Und es auf ein Treffen ankommen lassen. Ich... Nein. Ich würde nicht so insistieren, wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass Sie und Gernot eine echte Chance hätten. Das ist wirklich eine Fügung des Schicksals. Ja. Gekauft und es sofort anprobiert. Es wird Wunder, kann ich dir sagen. Sogar deine Brüste werden darin ganz passabel aussehen. Dann muss doch endlich mal ein Mann anbeißen. Los jetzt, Kopf hoch und verdrück dir die Tränen. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Vielleicht lässt du ihn einfach abblitzen, kannst du doch sonst so gut. Wenn ich das tue, dann ist der Kontakt zu Daniel vorbei. Sofort und auf der Stelle. Der Blödmann macht es doch alles nur wegen seinem besten Freund. Du siehst klasse aus. Mach dich locker. Knopf, Knopf, auf. Gut,
Dani, du bleibst aber die ganze Zeit hier, okay? Die ganze Zeit. Jetzt benenn dich nicht so kindisch. Ich bin nämlich überhaupt nicht kindisch. Ich will eigentlich dieses Treffen mit dieser Frau überhaupt nicht. Ich will eigentlich überhaupt kein Treffen mit irgendeiner Frau. Jetzt stell dich nicht so an. Sei freundlich, unverbindlich, sag nicht nein und nicht ja. Und sieh zu, dass du bei Daniel ein gutes Bild abgibst. Auf Wiedersehen. Los, hopp, raus jetzt hier, komm. Wir drücken dir die Daumen. Reiß dich gefälligst zusammen und sei nett zu ihr, okay? Oh Gott, die Zicke. Oh Gott, der Kauz. Ihr kennt euch? Ja. Nein. Hallo, Daniel. Hallo. Nein. Der Kauz von einem Taxifahrer, der mich hergefahren hat, der hat mich tatsächlich um 5 Euro geprellt. Hallo, ich bin's, Annabelle. Gernot, Gießwein. Das ist Geronimo, Leiter eines Zahnlabors mit Spezialisierung auf Keramikkronen. Und das ist Annabelle, eine sehr bemerkenswerte Frau. Ja, dann ist ja jetzt schon fast alles gesagt über uns. Dann gibt's ja gar nichts mehr, worüber wir noch ein Gespräch anfangen könnten. Tja, dann können wir ja auch. Nein, bestimmt nicht. Wir wissen doch noch kaum was über Sie. Zum Beispiel über Ihre Pläne, Ihre Arbeit, Ihre Träume. Wollen Sie was trinken? Einen frisch gepressten O-Saft? Einen O-Saft, bitte. Wovon träumen Sie, Annabelle? Ja, Annabelle, Wovon träumen Sie denn so? Erzählen Sie doch mal. Naja, ich... Also... Naja... Eigentlich trage ich schon seit Jahren den Traum von einer Weltreise mit mir rum. Ich meine nicht irgendwie im Schlafsack zwischen so Krabbelkäfern. Auf keinen Fall. Das wird auch zu weit gehen. Das mache ich anders. Ich hänge einfach eine Reihe von Sonderangebotsreisen hintereinander und kann mich so mit Vollpension durch die Kontinente bewegen. Im Moment bin ich bei Alicante, Monastir, Las Palmas, Djerba bis Lanzarote. Und somit habe ich dann Europa und Afrika abgedeckt für tutti completi 11 und 98 Euro. Das war gar nicht so dumm, was? Das ist toll. Fantastisch. Fantastisch, ja. Naja, es ist ja auch nur eine Schnapsidee, weil ich in den letzten Jahren kaum rausgekommen bin. Und höchstens mal bis Holland hat es immer geregnet. Was? Höchstens mal bis Holland, da hat es immer geregnet. Ach so. Das ist ja oft schlechtes Wetter in Dänemark. Nein, aber ich finde ihre Pläne wirklich großartig. Ich meine, das ist eine echt originelle Variante. Tja. Weltreise mit Vollpension, weißt du, Geronimo? Für 1100 Euro ist... 1198. 1198. Auch gut. Sie könnten auch noch Rimini einbauen. Das Allerwichtigste ist doch, dass man eine eigene Vorstellung von seinem Leben hat. Eigene Pläne, eigene Hobbys. Ja, Hobbys sind wichtig. Warten Sie nur mal ab, bis Geronimo von seiner großen Leidenschaft erzählt. Die ist vielleicht eigen, sage ich Ihnen. Und wenn er darüber erst mal ins Plaudern kommt, dann entpuppt er sich als das freundlichste Wesen der ganzen Stadt. Hokahe. Was, Geronimo? Oh, das hört sich ja richtig interessant an. Ach, oh ja, es tut mir schrecklich leid, aber ich muss zurück in die Praxis. Ich habe eine gesplitterte Keramikkrone. Dani, das geht doch nicht. Du kannst doch jetzt aber nicht aber einfach... Nein. Wir könnten doch gemeinsam... Ja, wir können doch alle. Verschieben das... Ja, wir verschieben es einfach. Ja, ganz genau. Nein, doch nicht wegen mir. Ihr beiden versteht euch doch gerade so gut. Beim nächsten Mal treffen wir uns zu dritt, okay? Machen Sie es gut, Annabelle. Der Orangensaft. Danke. Was sagten Sie noch, sei Ihre Leidenschaft? Nichts habe ich gesagt, gar nichts habe ich gesagt. Kein Ton. Richtig, ja. Daniel muss das wohl erwähnt haben. Daniel hat überhaupt keine Ahnung. Der hat überhaupt keine Ahnung, schon gar nicht von meinen Leidenschaften. Ah, ich verstehe. Sie zwei sind so richtige Männerfreunde. Was? Stimmt's? Annabelle, was wollen Sie? Dass Sie sich nicht für mich interessieren, das sieht doch ein Blinder mit dem Krückstock, oder? Ich dachte, weil ich mich so gut mit Daniel verstehe, dachte ich... Ach so, da haben Sie gedacht, dass sein Freund auch so ein gut aussehender...
charmanter Kerl ist. Entschuldigung, ist er aber nicht. Dein Freund ist das genaue Gegenteil davon. Ein schrulliger Kauz, das ist er. Und Sie haben keine Lust, sich mit einem schrulligen Kauz zu unterhalten. Stimmt's? Nein, was? Ich sage Ihnen mal was, ich hatte mal eine Freundin, die hieß Carla. Und wenn die so angefangen hat zu stottern, so wie Sie jetzt, dann wusste ich immer, ich musste mich ganz schnell verpissen, weil sie es mit mir nicht mehr ausgehalten hat. Und genau das mache ich jetzt nämlich auch. Ich verpiss mich. Wiedersehen. Achso, ich werde übrigens Daniel sagen, dass Sie sehr sympathisch sind, dass ich nur 3 Monate Bedenkzeit brauche. Sonst gibt der Kerl ja nie Ruhe. Ja, na prima. Ich meine, es klingt echt vernünftig. Ich hätte nur zum Abschied noch gerne gewusst, was Ihre Leidenschaft denn nun ist. Ich meine, nur so als Andenken. Achso, meine Leidenschaft? Ja. Ich trinke gerne Scotch. Und wenn ich genügend davon getrunken habe, erzähle ich mir auch Herrenwitze. Und lache auch gelegentlich drüber. Dabei ist Ihr Freund so ein wunderbarer Mensch. Er hat mich schon angerufen und gesagt, dass er von Ihnen beeindruckt ist, aber erst noch seine Gefühle sortieren muss. Gefühle sortieren? Da gibt's überhaupt nichts zu sortieren. Das dumme Stück habe es vermasselt. Davon hat er nichts erzählt. Weil es so schrecklich peinlich ist. Daniel, ich war so unsensibel. Wieso? Was ist denn passiert? Er wollte mit mir über seine Leidenschaft reden. Aber ich verstehe doch nichts davon. Welche Frau versteht schon was von Indianern? Nein, ich rede von seiner wahren Leidenschaft. Dem Scotch und den Herrenwitzen. Herrenwitze? Davon weiß ich nichts. Naja, eigentlich geht es ja auch eher um seine Scotch-Leidenschaft. Wussten Sie, dass er nur Menschen respektieren kann, die über ein Mindestmaß an Scotch-Kenntnissen verfügen? Nein. Sie hätten mal sehen sollen, wie für ihn eine Welt zusammengebrochen ist, als er erfahren musste, dass ich Uso für eine griechische Scotch-Variante halte. Ich könnte Ihnen ein bisschen was über Scotch erzählen, wenn Sie wollen. Ach, hören Sie, das kann ich ja gar nicht annehmen. Sie haben sich schon genug mit mir rumgeärgert. Doch, doch, das würde ich gerne machen, Annabelle. Wirklich? Ja. Na gut, in 15 Minuten könnte ich an jedem Punkt der Stadt sein. Alles klar, wir treffen uns in der Vulkanbahn, der Grunewaldstraße, okay? Ja. Annabelle, du hast 15 Minuten. Ich brauche es zum Anziehen. Ich immer. Nehmen wir es dann von hier. Hallo. Ich bin gefahren wie der Teufel, aber da war dieser Drecksack von einem Lastwagenfahrer vor mir. Der hat mich nicht vorbeigelassen und... Wo ist denn hier die Garderobe? Hier? Ich mach das. Sie haben schon mal angefangen, wie ich sehe. Ja. Womit fangen wir an? Gehen wir in die Theke und kippen eine Runde? Nein, ich denke, Jakob wird erst mal eine Reihe von 5 guten Mord aus dem Hochland zusammenstellen. Das ist eine super Idee für mich. Auf 5, bitte. Um Gottes Willen, nein. 2 reichen. Erstmal. Und eine Havanna. Genau, die nehme ich auch. Sicher? Naja, ich habe das Rauchen ja eigentlich schon mit 17 aufgegeben. Aber die Zigarre, die genehmige ich mir hin und wieder. Das gehört so zu den kleinen Freuden des Lebens, auf die man nicht gern verzichtet, was? Passiert mir fast bei jeder Zigarre. Muss eine schlimme psychische Ursache haben. Orale Desorientierung. Nee, nicht ernst nehmen, es war ein Witz. Zusammen, Annabelle. Du gehst da jetzt wieder rein und du wirst das nicht wieder vermasseln. Ist alles in Ordnung? Ja, ist alles okay. Ich habe diese Allergie gegen bestimmte Sorten von Feuerzeugen und das muss so eins gewesen sein. Das ist aber alles überhaupt kein Problem. Fangen wir mit dem Unterricht an? Ganz sicher. Ja. Hier.
Ja, ist alles gut. Na gut. Also, das ist ein 93er Long Row Vintage. Das ist ein rauer Malt. Ist berühmt für den herben Geschmack auf der Zunge. Okay. Prost. Trink. Prost. Prost. Verstehe, sehr gut. Und Sie wussten wirklich nichts von der heimlichen Leidenschaft Ihres Freundes? Dass er gern Scotch trinkt, ist schon klar. Aber dass er daraus gleich eine Philosophie machen muss? Ich sage Ihnen, beste Freunde unter Frauen und beste Freunde unter Männer, das sind zwei Paar Schuhe. Prost. Prost. Wieso? Das sage ich Ihnen beim nächsten Scotch. Hallo! Jakob? Ruf mir hoch, wenn der ein Einschreiben hat. Psst! Annabelle. Was? Wollen Sie die Frau sein, mit der ich meinen ersten ehrlichen Gedanken teile? Ich? Hm? Sind die Frauen in meinem Leben, die hey, mich... Sie müssen es nicht sagen. Es ist aber wichtig. Okay. Im letzten Studienjahr um Mitternacht in einer Diskothek, da habe ich sie zum ersten Mal gesehen. Carla. Sie hat gekellnert. Bon Jovi lief dazu. Und ich habe sofort gewusst, die ist es. Sie oder gar keine. 3 Wochen habe ich mit ihr verbracht. Ich wollte Kinder mit ihr kriegen. 5 oder 6. Im Fertighaus im Grün. Mit Gardinen vor den Fenstern. Und dann kriege ich plötzlich raus, dass sie parallel mit Geronimo ins Bett geht. Ich habe sofort aufgehört. Alles mit ihr. Geronimo hat keine Ahnung von mir und Carla. Das hat er bis heute nicht. 4 Monate waren sie zusammen und mir hat es jedes Mal die Luft abgeschnürt, wenn ich die beiden gesehen habe. Ich kam mir so erbärmlich vor mit meinen Fertighausgardinen im Kopf. Tja, das war's dann für mich mit der Liebe. Für mich auch. Super. Jetzt feiern wir. Ja. Okay. Okay. Nur gleich da. Kommen Sie bitte rein. Hübsches Nestchen. Sehen Sie, ich habe es Ihnen ja gesagt, bei mir sieht es komplett chaotisch aus, aber schauen Sie einfach nicht hin, machen Sie die Augen zu und... Als Singlefrau setzt man heutzutage andere Prioritäten, da kann man nicht den ganzen Tag lang aufräumen. Da blinkt der Anrufbeantworter. Hallo, ich bin's, Mama. Ich habe heute in der Stadt die Lösung all deiner Probleme gefunden. Ein neuartiger Wonderbra, der deine Brüste bis ans Kinn hebt. Und ich kenne die Frau nicht. Die wählt regelmäßig die falsche Nummer und landet bei mir in der Leitung. Ich muss mal kurz ins Bad. Sie können sich gerne auf dem Sofa oder sonst wo bequem machen. So, Mama, jetzt können deine Wunderwaffen beweisen, ob sie was können oder nicht. Dein Töchterchen Annabelle wird um diese Nacht kämpfen, als ginge es um ihr Leben. Sie schwört. Ach, hallo. Annabelle entgeht nicht. Ich dachte, wir machen es uns ein wenig gemütlich, wenn wir schon... Oh.
Wenn du wüsstest, wie hinreißend du sogar aussiehst, wenn du nur da liegst und schnarchst. Könntest du nicht noch ein halbes Stündchen wach bleiben? Hm? Nur ein halbes Stündchen? Dann hätte ich wenigstens noch eine kleine Chance gehabt. Wie soll ich denn jemals wissen, ob du einer von den 1% Männern bist? Ich habe versucht, leise zu sein. Das macht doch nichts. Ich bin spät dran. Ich muss. Wir haben ja gestern ziemlich gebechert. Ich habe einen totalen Filmriss davon. Bestimmt haben wir die ganze Nacht lang besoffen über Scotch gequatscht. Wissen Sie, dass Sie die erste Frau sind, mit der ich sowas gemacht habe? Sie sind ein echter Kumpel, Annabelle. Geronimo kann glücklich sein, dass Sie sich so für ihn interessieren. Bis bald mal. Nein, Schnäuzelchen, ich hab's einfach nicht übers Herz gebracht, dich zu wecken. Du sahst so süß aus, ins Kissen gekuschelt. Vicky. Moment. Darf ich noch was fragen? Mhm. Mal angenommen, da ist so eine Frau. Und die gehört eigentlich zum besten Freund eines Mannes. Dieser Mann selbst aber findet diese Frau sehr interessant. Andererseits ist der Mann sich überhaupt nicht sicher, ob... War das jetzt die Frage? Nein. Nein, schon gut. Der sieht wunderbar aus, Herzi. Sollen wir den auch noch nehmen? Ja.
Und er hat mit keinem Wort diese Nacht erwähnt? Er ist es nicht wert. Streich dir diese Nacht aus dem Kopf, Anifee. Niemals. Annabelle ist die wunderbarste Frau, die mir je begegnet ist. Mit der muss man sich verstehen. In der hast du einen wahren Freund. In der findest du alles, was du brauchst. Liebe, Dani. Freundschaft, alles. Dani. Den ganzen Namen lang hat Annabelle mich ausgefragt, wie sie mit dir ins Gespräch kommen kann. Und deshalb wirst du sie nicht enttäuschen. Kapiert? I've been searching a long time. Someone exactly like you. I've been traveling all around. Entschuldigen Sie, ich möchte eine Anzeige aufgeben. Eine Partnersuche. Eine Partnersuche? Oh, Entschuldigung, haben Sie vielleicht ein Taschentuch? Tag für Tag habe ich hier auf meine Jennifer aufgepasst, während ihre Mutter die Zeit bei einem anderen Mann verbracht hat. Und jetzt hat sie mir verboten, meine eigene Tochter zu sehen. Sympathischer Architekt, flotter 30er, sucht weibliches Wesen, das bereit ist, hinter seine schüchterne Fassade zu blicken. Machen Sie, dass Sie rauskommen. Ich, Entschuldigung. Halten Sie uns Frauen für blöd? Schwirren Sie ab! Wissen Sie, was das Schlimmste ist? Nein. Dass ich seither keine Erotik mehr empfinden kann. Es ist weg. Erotik kommt bei mir überhaupt nur auf, wenn ich zu einer Frau eine Seelenverwandtschaft spüren kann. Entschuldigung. Bodenthal? Ich bin Annabelle. Ich muss Sie sprechen. Ja, gerne. Ich werde mich nicht abwimmeln lassen, auf keinen Fall. Ich muss mit Ihnen reden, sofort. Aber ja, doch gerne. Wo sind Sie? Nein, Sie kommen jetzt nicht mit einer Ausrede. Egal, wo Sie jetzt sind, ich komme dahin. Wo sind Sie? Ich habe gar keine Ausrede. Ich will Sie doch auch sehen. Sie wollen? Ja. Wo sind Sie? Bei der Zeitung, draußen davor. Gut, warten Sie da. Nein, scheiße. Ich will nicht warten. Daniel? Hallo? Entschuldigung, wenn Ihnen das nächste Mal ein Mann was von Seelenverwandtschaft erzählt, treten Sie ihm in die Eier sofort. Tag, Kurtchen. Habichtsfedern. Hast du die? Drei Stück. Ungefärbt. Hey. Ist er das? Das muss er sein. Ich bin ihm seit dem Zahnlabor gefallen. Ja. Oh Gott, wie süß. Also los, Mädels. In 2 Stunden wird der Kerl offiziell bekannt geben, dass er die Finger von Annabelle lässt. Okay. Ach, Entschuldigung. Wissen Sie, ob es hier Mokassins gibt? Oben rechts, hinten links. Und sind die vielleicht aus echten Hirschleder? Herzchen, jetzt lass mal den Mann in Ruhe. Lass uns doch fragen. Wir sind nämlich schon seit einer Stunde unterwegs auf der Suche nach jemandem, der sich mit Indianersachen auskennt. Allen Männern, die mir bisher begegnet sind, finde ich Sie mit Ihrer Masche mit Abstand am abscheulichsten. Ja. Von Anfang an war das 100% unmoralisch und unsportlich. Und, was? Und Ihre Augen, wie Sie mich anschauen. Sie lügen. Ich weiß. Und wenn Sie jetzt wenigstens so fair wären, das zuzugeben. Sie geben das zu? Ja, ich habe mich total daneben benommen. Allerdings. Und das ist genau der entscheidende Unterschied zwischen Männern und Frauen. Männer greifen auf jeden unehrlichen und verlogenen und miesen Trick zurück, um ihr Ziel zu erreichen. Ich weiß, aber die Nacht mit Ihnen, die war wunderbar. Was? Hauen Sie mal rein, wenn ich jetzt zu weit gehe.
Okay, nur damit das jetzt klar ist. Ich bin noch im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte. Verstehen Sie? Wenn Sie mir jetzt den Boden unter den Füßen wegziehen wollen, nur zu. Ich bin schon tausendmal aufs Maul gefallen und wieder aufgestanden. Ist Morgentau. Die hier, lieblicher Südwind. Und die Squaw vor mir ist sanft wärmender Sonnenstrahl. Oh, mach dir keine Sorgen, Herzchen. Wir haben das alles im Griff. Hier ist gar kein Platz mehr für dich, Anifee. Kontaktanzeigen, was? Das ist niederträchtig. Niederträchtig? Kannst du das mal ein bisschen klarer sagen? Dass du gerade genauso ein Opfer von diesen Betrügerinnen bist wie ich. Was? Moment mal, meine Freundin sind keine Betrügerin, nicht im geringsten. Das ist eine rein männliche Domäne. Wer war denn mit der Carla des anderen im Bett und schweigt jahrelang darüber aus? Ich meine... Oh Gott, ich wollte sagen... Zehn Jahre Männerfreundschaft. Und dass das mit drei Sätzen ruiniert. Schlecht für den ersten Wurf heute. Außerdem war es die Kugel mit dem Linksdrall. Also ich fand den selben schon voll. Bestimmt hat er alles wieder vergessen. Und außerdem, der Zorn eines Mannes hält nur so lange, bis seine Träne wieder erwachen. Schluss aus, wir haben ihn verletzt. Ich habe ihn verletzt. Gottchen, Gottchen, was für große Worte. Tze, wir sollten uns verschämen. Arsch auf mein Haupt. Ich meine es verdammt nochmal ernst. Hallo Gernot. Ich muss mit Ihnen reden. Es war alles anders, als Sie denken. Als Carla mit Ihnen angebändelt hat, war sie schon längst mit Daniel zusammen. Und als Daniel rausbekam, dass diese falsche Kuh sich auch noch an Sie ranmacht, hat er freiwillig verzichtet, der Bödmann. Für Sie, weil er so große Stücke auf Ihre Freundschaft hält.
eine Flasche Asbach. Um da anzuknüpfen, wo unsere besten Zeiten waren. Nein, nicht das auch noch. Nein, Sie dürfen nicht gehen. Das ist ein Missverständnis. Ich bin schuld. Bitte, ich habe Ihnen meine Worte in den Mund gelegt. Schlechte Gedanken, eifersüchtiges Gequatsche von mir. In Wahrheit sind Sie doch so ein gutes Paar. Es tut mir leid, wirklich. Ich wollte Ihr Glück nie zerstören. Bitte lassen Sie sie nicht weggehen. Nein, nein, nein. Wir wollen nur in Urlaub fahren. Und Anja hat die Autoschlüssel verlegt. Und darüber ist er ganz verzweifelt. Entschuldigung. Können wir aber Freunde bleiben und mit Geronimo die Friedenspfeife rauchen? Chef, hat schon mal Zeitung gelesen? Ich lese keine Zeitung mehr. Ach, und dann hat eine Paula angerufen, die will mit Ihnen ihren Miss Teneriffa-Titel feiern. Ich treffe auch keine Frauen mehr. Oh. Das ist wieder. Ich schwör's, Schnäuzelchen, hier steht's doch wieder. An den sympathischen Mitdreißiger am zahntechnischen Beruf. Ich weiß, dass ich Sie zutiefst verletzt habe und Ihren Freund Geronimo wohl auch. Bitte geben Sie mir ein Zeichen, dass Sie mir verzeihen können. Morgen, Chef. Heute schon Zeitung gelesen? Ich lese keine Zeitung mehr. Und genau das halte ich für einen Fehler. Hier steht nämlich was drin, das sieht aus, als sei es für Sie bestimmt. Der Abdruck ist schon 30 Minuten drin. Geronimo, ich bin's. Nein, du... Dani, ich weiß, wir haben uns das als allerletzte Möglichkeit offen gehalten. Wir haben es uns mal geschworen, aber... Dani, das war vor 10 Jahren. Praxis für heute geschlossen. Was? Sicher? Ich bin so schnell her, wie ich konnte, Asimov. Du bist klassisch, Neuzelchen, aber bitte fahr ihm hinterher. Ich habe ein gutes Gefühl bei dem, was der Chef vorhat. Und meld dich, ja? Mach ich. Geronimo, also, wenn du mein Freund bist, legen wir los. Als dein Freund muss ich dich davor warnen, von dem, was du vorhast. Wir haben es uns geschworen. Wir waren Kindsköpfe damals. Nein. Bevor einer von uns in Gefahr gerät, wegen einer Frau, all seine Prinzipien zu verraten. Wir hatten in beiden Mundwinkeln einen Joint stecken dabei. Haben wir uns geschworen, den Tanz der zornigen Junggesellen zu machen. Wenn die jungen Sioux-Krieger diesen Tanz gemacht haben, waren sie nie wieder in der Lage, auch nur einen Funken eines Gefühls einer Frau entgegenzubringen. Nie wieder. Eben. Es ist toll, es ist großartig. Halleluja. Können wir jetzt anfangen? Ja, Hasimos, pass auf. Entschuldigung, aber ich muss unbedingt wissen, wer diese Anzeige an den sympathischen Mitdreißiger aufgegeben hat. Also Moment, ich habe hier gerade ein Gespräch. Kann ich Ihnen helfen? Oh, das wäre toll. Ich suche nämlich die Verfasserin dieser Anzeige. Sagen Sie mal, kenne ich Sie nicht aus unserer Zahnarztpraxis? Ja, es kann schon sein. Es geht um unseren Chef. Er ist dabei, sich sehr unglücklich zu machen. Er hat irgendwas Schlimmes vor und ich bin mir sehr sicher, dass das was mit der Person zu tun hat, die diese Anzeige aufgegeben hat. Was hat er denn vor?
singenden Kalbes. Tanz des friedlichen Donners. Nee. Da, da ist es. Was? Wirklich? Anni? Jetzt guck doch mal wieder auf die Straße. So, jetzt lass mich das mal lesen. Nein, Anni, nein, jetzt halt doch mal ruhig, halt doch mal das Lenkrad fest. Oh mein Gott. Sag mal, du hast doch nie an die Indianerriten geglaubt. Das tue ich auch nicht. Ja, was? Was? Und warum machen wir das Ganze hier? Weil du der einzige Mann bist, der seit 8 Jahren erfolgreich alles Weibliche aus seinem Leben fernhält. Da dachte ich mir, irgendeinen positiven Effekt hat dieser Indianerkram vielleicht. Indianerkram? Also, der Tanz der feurigen Junggesellen, ein ritueller Fruchtbarkeitstanz, mit dem sich die Sioux-Männer auf ihre Hochzeitsnacht vorbereiten. Nein, 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 das ist das nicht. Ja, das hieß auch anders. War das nicht ein Tanz der zornigen Junggesellen? Geronimo, ich will dir deine Gefühle nicht verletzen, aber wenn ein Mann mit 35 lieber mit Indianerzelten als mit Frauen spielt, also, ich meine... Was kann ich dafür, dass du immer an die falschen Frauen gerätst, hä? Was kann ich dafür? Du hast es immer noch nicht verstanden. Ach nein, was gibt es denn da nicht zu verstehen? Was habe ich nicht verstanden? Sag mal, die bedeutet dir doch wohl nicht etwas, oder? Hä? Diese Frau, die greift zu denselben üblen und durchtriebenen Tricks wie ich, um an ihr Ziel zu kommen. Sowas habe ich noch nie erlebt. Und? Und. Wenn ich mich auf die Frau einlasse, dann habe ich nicht mal mehr einen Rettungsring, wenn es hart auf hart kommt. Ist das Problem so schwer zu verstehen? Die Frau ist mir ebenbürtig. Wie Carla. Ja. Warte. Hier, ich hab's. Mitunter zelebrieren die Sioux aber auch die düsteren und zerstörerischen Riten, wie etwa den Tanz der zornigen Junggesellen. Nein! Ich sag ja, Männer sind zu allem fähig. Vielleicht schneiden die sich die Pulsadern auf oder einen Finger ab oder... Ja, denn sowas wird noch nicht mal gedacht, verstanden? Warte, das ist noch nicht alles. Dieser Ritus sollte im Herzen des Tänzers jegliches Verlangen nach einer Frau für immer auslöschen. Oh Gott. Daniel! Oh, gib mir das Buch! Los, gib Gas! Gib Gas, ganz sicher! Ich mach ja schon! Alles klar! Okay. Fertig? Fertig. Warte mal, Daniel. Was ist, wenn Annabelle... Verdammt nochmal, fang an! Okay. Also wenn man mich fragt, haben diese Typen verschimmeltes Dope geraucht. Haben wir 2 Männer gesehen? Verrückte! Die Spinner da. Ich brauche erstmal Luft. Sie ruinieren sich ihr ganzes Leben. Und wofür? Gott, ich bin aus der Puste. Für eine Frau, die es nicht wert ist. Ich habe das doch alles vermasselt. Weil ich von Anfang an... Entschuldigung, einmal durchatmen. Weil ich von Anfang an so verschossen in sie war, dass ich nicht mehr gerade ausdenken konnte. Vergessen Sie es einfach. Ich vermassel immer alles. Alles, was mit Männern zu tun hat. Wenn hier einer diesen idiotischen Tanz machen muss, dann ja wohl ich. Geben Sie das Ding her. So einen Tanz hätte ich schon vor 10 Jahren tanzen müssen. So, Herr Odenthal, alles verlangen nach Ihnen diesem Handumdrehen futsch. Wahrscheinlich meine Menstruation als Nebenwirkung auch, aber was soll's. Alice, hör auf! Nein! Bitte!
Anni, du, wenn du sie nicht nimmst, wenn du sie nicht nimmst, nehme ich sie. Verdammt, Annabelle. Was? Würdest du bitte die Frau sein, für die sich der Schritt jetzt lohnt? Würdest du bitte so bleiben, wie du bist? Seit 3 Stunden tanzen die schon. Das sind ziemlich schräge Vögel, sag ich dir. Ich glaube, dein Chef ist kein guter Umgang für dich, Hasimaus. I should call you up, invest your time. And you say you belong to me. It leaves my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together.